Der Punkterekord für eine zweite Mannschaft ist erreicht, aber er kann ja noch ausgebaut werden. 70 Punkte oder mehr wären der absolute Wahnsinn für die Mannschaft von Thomas Stamm am Ende einer grandiosen Saison. Die Freiburger in Rot bestechen in dieser Spielzeit vor allem durch ihr technisch feines Kombinationsspiel. Und genau das zeigt der Sportclub auch heute von Beginn an. Philipp Treu, der Rechtsverteidiger, macht ordentlich Meter und stellt Wiesner das erste Mal vor Probleme. Wahrscheinlich als Flanke gedacht, senkt sich der Ball gefährlich Richtung Tor. Stürmische erste Aktion von Treu, der im Sommer nach St. Pauli wechseln wird. Die folgende Ecke kommt von Mika Bauer. Wiesner muss wieder ran und das gleich zweimal. Nächste knifflige Situation für den Torhüter des SC Verl, Tim Wiesner, ersetzt erneut den langzeitverletzten Niklas Tiede, ist rechtzeitig da, um den Kopfball von Wagner zu parieren. Der Tabellenzweite aus Freiburg dominiert die Anfangsphase, fünfte Minute. Robert Wagner mit dem Ballgewinn. Wagner, stark, Vermey, die Kamera kommt kaum mit, so schnell kombinieren die Breisgauer. Vincent Vermey mit 15 Treffern, Top-Torjäger der Freiburger. Solche Dinger macht er normalerweise im Schlaf. Nach etwas mehr als 10 Minuten wagt sich dann auch Ferl mal nach vorne. Eckball Nicolas Sesser, gebürtiger Stuttgarter. Aus dem Getümmel kommt dann Wolfram zum Abschluss. Makengo blockt, die Frage ist wie. Schiedsrichter Nicolas Winter gibt keinen Strafstoß und das ist korrekt. Makengos Arm ist angelegt. Alles sauber. Ferl trägt seine Heimspiele übrigens in Paderborn aus. Es sind Zuschauer da, allerdings nur selten im TV-Bild zu sehen. Fehlpass Rosenfelder. Schapina schaltet schnell und schickt Sessa Atubolo riskant, aber nicht bestraft. Schiedsrichter Winter zeigt erneut nicht auf den Punkt und das ist für mich eine falsche Entscheidung. Nach dem schönen Steilpass von Schapina räumt Atubolu Sessa ab, der Ball ist weg. Das hätte Strafstoß für die Gastgeber geben müssen. Trainer Mitch Kniat und der SC Verl können schon seit Wochen für die neue Saison in der dritten Liga planen. Der Klassenverbleib ist souverän gesichert und das Team hat weiter Bock. Schapina, dann Sessa. Toller Ball hinter die Kette auf Wolfram gegen Rosenfelder und wieder geht ein Ferler im Strafraum zu Boden. Doch auch Maximilian Wolfram bekommt den Strafstoß nicht. Dieses Mal ist es eine knappe, aber wohl korrekte Entscheidung. Rosenfelder trifft bei seiner Aktion sowohl den Ball als auch leicht den Fuß von Wolfram. Es bleibt bislang ein elfmeterfreier Samstag in Paderborn. Kurz vor der Pause ein Standard von Mika Bauer. Der kommt wie ein Boomerang zurück. Zweiter Anlauf. Ferl versucht zu klären, bekommt den Ball aber nicht weg. Isequem Wiesner und erst dann ist die Situation vorbei. Der SC Freiburg 2 bläst nochmal zur Offensive vor der Halbzeitpause. Wiesner pariert stark gegen den Versuch von Isequem. Nochmal eine Ecke für die Gäste. Bauer. Die Variante ist einstudiert. Lars Kehl. Zwei gute Möglichkeiten für den SC am Ende einer unterhaltsamen, aber torlosen ersten Hälfte. Thomas Stamm hat gute Ansätze seiner Jungs gesehen, nur jubeln durfte er noch nicht. Der zweite Durchgang beginnt, wie der erste aufgehört hat, mit angriffslustigen Freiburgern. Da ist erstmal kein Durchkommen. Die zweite Welle wird von Makengo angeschoben. Makengo. Stark. Hinterlaufen von Kehl. Dicke Chance für Engelhardt. Wieder heißt die Endstation Tim Wiesner. Der Ferler Schlussmann macht ein richtig gutes Spiel. Und auf einmal funktioniert auch wieder das temporeiche Kombinationsspiel. 53. Minute. Julian stark. Schießen oder passen. Er versucht es mit der Hereingabe für Vermey. Doch die ist einen Tick zu scharf für den Stürmer. Freiburg ist spielerisch überlegen, es steht aber weiter 0:0. Nach einer knappen Stunde Peto, bekannt für seine langen Einwürfe, Gordowski, Stöcker, 1:0 Ferl. So richtig angedeutet hat sich dieser Treffer nicht. Michel Stöcker ist das völlig egal. Drittes Saisontor.
Ein Einwurf wie eine Flanke von Päto. Und dann sind sowohl Gordowski als auch Stöcker gedankenschneller als die Freiburger Defensive. Ferl führt mit 1:0. Kurz danach sieht SC-Coach Stamm die gelbe Karte wegen Meckerns. Auch am Ende einer Supersaison mit Rekordpunktzahl geht der Coach noch voll mit. Beim Sportclub sind mittlerweile Guttau, Bräunig und Wiklöf neu im Spiel. Die Gäste drängen auf den Ausgleich. Das ist Guttau und das ist Wagner, strammes Ding. Wagner stammt aus Lahr, ist dort beim SC Lahr fußballerisch groß geworden. 68. Minute, Ferl macht nach dem Führungstor kaum mehr was, Freiburg macht Dampf, vor allem über die neuen Kräfte. Guttau, Wiklöf, wieder Guttau. Die Chancen sind da, das längst überfällige Tor noch nicht. Eine Viertelstunde noch regulär. Max Rosenfelder läuft einfach mal los und wird überhaupt nicht angegriffen. Immer noch Rosenfelder findet Bräunig und der findet die Lücke. 1:1. Was Vermey zuvor nicht gelang, gelingt Bräunig jetzt. Der Ausgleich ist hochverdient und es ist einer der Joker, der sticht. Nach dem Solo von Rosenfelder legt sich Bräunig den Ball zurecht und verwandelt ganz abgeklärt. Ferl geht die Kraft flöten. Freiburg will mehr als den einen Punkt. Guttau auf Engelhardt. Und jetzt gibt Schiedsrichter Winter den Strafstoß. Die Ferler verstehen die Welt nicht mehr und ich verstehe es auch nicht wirklich. Engelhardt tritt Mikic auf den Fuß, dann fallen beide um. Das ist für mich eine Fehlentscheidung. 78. Minute. Bräunig gegen Wiesner. Doppelpack Maximilian Bräunig. In zuvor 15 Einsätzen traf der 22-Jährige einmal und nun innerhalb von 3 Minuten gleich zweimal. Das Spiel diktiert, das Spiel gedreht, auch wenn die Entstehung des Elfmeters sicherlich glücklich war aus Freiburger Sicht. Die Schlussphase. Freiburg ist dem dritten Treffer näher als Ferl dem Ausgleich. Wagner. Freiburg rückt energisch nach, dann Bauer auf Bräunig. Wiesner verhindert das 1:3. Maximilian Bräunig verpasst nur knapp den Joker-Hattrick. Das Spiel deshalb noch nicht entschieden. Ferl versucht es nochmal. Korbos einfach mal lang auf Tugbenio. Ablage für Kammerbauer. Der ehemalige Freiburger hat die letzte Möglichkeit des Spiels. Denn kurz danach ist Schluss. Das Team von Thomas Stamm dreht das Spiel in Ferl, gewinnt mit 2:1 und hat nun 70 Punkte auf dem Konto. Was für eine Leistung des SC Freiburg 2.